Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Teil 2 mit Meister Skui. Geht's weiter auf Customs. Ich habe ihm dann nebenbei noch ein paar Löcher in den Bauch gefragt, bin in ein Fettnäpfchen getreten. Ja, das war's eigentlich so grob zusammengefasst. Zieht's euch am besten selbst rein, habt viel Spaß dabei. Lasst mir gerne ein Like da, Abo, wenn ihr mögt. Ansonsten viel Spaß und bis dahin. Tschüssi. Wollen wir nochmal Customs? Ist das für dich okay? Oder na klar, ich weiß na klar. Ja nicht, was deine Lieblingsmap ist, auf was du Bock hast. Nö, Customs passt ich mein, schon. Hm? Video, sag ruhig an. Hm? Nö, Customs ist okay. Customs, Woods sind so die Gegenden, die ich am liebsten laufe. Soll ich dir die Hexgrid von dem einen mitbringen? Ist die noch intakt? Ja, intakte ich dir jetzt. Okay, cool. 49,3. Ja, das ist okay. Das ist ja fast noch Neuzustand. Danke für 100 Dutzend. I soldi per la macchina mo me le prendo, na? Aspetta due secondi. Er spricht mit fremden Zungen. Ich verstehe kein Wort. Kohle für die Karre. Baller ich mir jetzt rein. Da fällt es mir ein, ich habe mal, waren am Gardasee und da habe ich versucht mal auf italienischen Kaffee zu bestellen und der Kellner meinte nur, nee, versuch's lieber auf Deutsch. Ich war echt deprimiert, muss ich sagen. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Naja, ich meine, das heißt un Café. Naja, ich habe schon. Ich wollte schon einen ordentlichen Satz. Ich habe schon einen ordentlichen Satz formuliert. Frage mich nicht mehr, wie es ging und so. Aber er hat mich gleich in die Schranken verwiesen. Das, passiert, ne? Das haben wir. Dies Hexgrid bringe ich dir mit und okay. Deinen Rucksack, wenn du willst. Rucksack brauche ich nicht. Kannst du behalten. Ah, ich hab ein Attack jetzt mit. Jetzt haben wir ja Großes vor. Jetzt haben wir Großes vor, ach du Scheiße. Naja, Lootklumpen, hä? Würde ich sagen. Direkt. Je nachdem, wo wir spawnen. Hm? Je nachdem, wo wir spawnen, ne? Ich würde halt beides immer mitnehmen, so. Ja. Ich zocke mit Senseless Survivor. Kennt niemand. Noch. Wo ich in Italien war. Gut, ich war nicht im Inland groß, wir waren oben am Meer, so Gardasee, die Ecke und Verona, mal einen kurzen Abstecher. Ja, ist so gut. Ja, aber so viele schöne Italienerinnen habe ich irgendwie nicht so gesehen. Ist das dann mehr so inlandmäßig oder so? Ich weiß es nicht. Also, doch nicht. Keine Ahnung. Also war ich von Spanien irgendwie mehr beeindruckt, muss ich sagen. Also es hieß ja aber immer so, sicher, klar hast du hübsche Italienerin Ornella Muti und Monica Bellucci und so, wie sie alle heißen, ja. Aber da hast du echt gesucht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist eher so dein Alter, ne? Da bin ich, glaube ich, raus. Ja, was soll das überhaupt heißen, mein Alter? Hier, ja. Suchst du Stress, oder? Suchst du Stress. Guck mal. Ein paar Härchen, ne? Und ich, keine Ahnung, ich war im Norden noch nie so. Ach so? Ich muss nicht aufpassen, was ich sage. Nee, Quatsch. Es gibt super hübsche Italienerinnen, aber ich möchte nicht mit einer zusammen sein. Oh ja. Das ist anstrengend. Aber ich glaube, da nehmen sich die Spanierinnen auch nicht viel, oder? Keine Ahnung. Ich kenne keine Spanierinnen. Naja, vom Hörensagen. Ja, ich denke, die haben genauso Feuer, ne? Oh, deine Streamqualität sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Ja, will ich doch hoffen, ne? Da ist doch genug Kohle drin hier im Equipment. aber so. Wie ordentlich aussieht. Aber bitratenmäßig bist du auch bei 6000, oder? 8000. Sehr. Bist du jetzt Partner schon bei Twitch? Ja, so ein, zwei Tage schon, ja. Oh, gut. Sorry, ich hab's. Ich verchecke es manchmal. Nicht böse gemeint. Es ist hat aber nichts mit Partnern zu tun. Kann jeder auf 8000 spielen. Okay, okay. Es ist manchmal echt krass. Also, du weißt ja, ich gehe ja noch arbeiten nebenbei und. Also, hauptberuflich und nebenbei mache ich ja den anderen Quatsch. Und dann noch Familie und Haus und Garten und den ganzen Scheiß. Und ich habe so viel Stress und ich denke manchmal, denn du vergisst halt viel und du wirst alt. Und das hat dann nicht so. Du hast halt so viel Scheiße um die Ohren. Du kannst dich nicht direkt auf eine Sache konzentrieren. Du hast auf Arbeit das, dann hast du deine YouTube-Videos, streamen, dann tausend Namen. Bei dir ist es ja noch viel, viel krasser mit den Namen.
weil doch schon zwei, drei Leute mehr drin sind im Stream bei dir. Aber du kannst dich halt drauf konzentrieren, ja, und das ist bei mir halt nicht so. Ich muss immer switchen zwischen jeder möglichen Scheiße und das nervt so dermaßen. Ich kenne das. Das hat aber nichts, ob du jetzt Vollzeit streamst oder nicht, also es ist halt immer viel. Bei uns kommen ja dann die ganzen Turniere noch dazu. Ja, ja. Ah ja, stimmt, das ist auch ein gutes Thema. Das bleibt ja nicht, nur weil es jetzt vorbei ist, heißt ja nichts, dass wir nicht wieder weiter was planen oder machen. Im Hintergrund bewegt sich immer viel, man kommuniziert mit vielen Leuten, schreibt mit vielen Leuten. Und da geht halt keiner, da geht halt einfach auch viel unter, so wenn man da nicht. Ja, ja, das ist auf alle Fälle schon eine krasse Aktion mit deinen Turnieren und so. Das ist schon. Da wollte ich ja auch nochmal fragen, so ein bisschen quatschen, wie du das planst und alles, was da alles dahinter steckt. Das würde mich schon mal interessieren. Und auch wenn du hier. Naja, was dahinter steckt, sind auf jeden Fall 15 Leute noch im Team. Okay. Das ist. Naja, deine Pizza-Crew sozusagen. Ja, meine Pizza-Crew sind ja alle quasi so, ne? Jeder einzelne Follower bezeichne ich ja. Ah, okay. So meine Community als Pizza-Crew. Aber so das interne Team, ne, ich habe ja Leute für die Regie, ich habe meine ganzen Mods. Da müssen ja Tabellen erstellt werden und wenn dann die E-Mails, die Anmeldungen fürs Turnier kommen, wir haben eine Homepage. Mein Cutter mal, macht die Teaser, macht die Trailer und halt solche Geschichten halt alles. Ne? Dann habe ich noch einen Programmierer, der für die Regie das ganze Zeug macht, Programme erstellt und sowas. Auf zum Loop-Klumpen! Ja, nice! Aber bei dir, Mox, ist bei dir auch der Cutter, oder? Was? Nee, mal. Ah, okay. Mal die Legende. Mox hat auch schon mal ein Video für mich geschnitten, ja. Aber der hat mittlerweile schon wieder zu viel um die Ohren, so. Bei dem läuft das halt richtig gut. Der ist aber auch halt guter Typ, so. Ja, auf jeden Fall. Sehr sympathisch. Ach, hier die Hexen, hey, hier! Willst du direkt... Was denn? Was denn? Hier. Ah, oh, ja, danke. Wir quatschen und rennen los und dann ist es passiert. Na, nicht ein Millionenunternehmen, ne? Die meisten machen das halt wirklich umsonst, weil die einfach haben, ein Teil vom großen Ganzen zu sein. Ja. Aber wenn natürlich mal jetzt, keine Ahnung, in 14 Stunden einen Trailer für mich macht und Aufnahmen und das zusammenschneidet und sowas, muss ich halt auch bezahlen, ne? Auch die Homepage müssen wir bezahlen. Ist halt alles schon nicht so ohne. Hast du ein Büro oder sitzen die alle bei dir in der Bude oder macht da jeder jetzt irgendwie per Homeoffice da irgendwas? Nee, jeder von zu Hause, ne? Ah, okay. Also es waren halt auch, das hat angefangen mit normalen. Hast du oben alles fertig? Ich war im Labor, war ich nicht. Ich war bloß kurz vorne hier in der Bibliothek, hab kurz nach dem Intelligence-Folder geguckt. Okay. Nein, nein, das macht alles. So, keine Ahnung, es hat halt angefangen, das waren halt alles Zuschauer, ne? Und dann, wenn man, habe ich halt immer so Shoutouts gemacht und hab gesagt, hier, wir brauchen Leute, wenn jemand Bock hat, kann sich gerne mal fürs Team vorstellen, was er so macht. Und so wächst das dann halt zusammen. Manche Leute gehen, manche Leute kommen. Ja, wie so ist, so, ja. Aber ich finde es schon gut, also ich habe jetzt nicht dein Format und deine Größe und so, aber es ist trotzdem, lernt viele nette Leute kennen und so und auch mit denen man so zusammen zocken kann. Man muss halt einfach am Ball bleiben, ne? Ich meine, ich habe das ja jetzt auch noch nicht so lange, aber man macht halt viel einfach. Ja, gut, halt macht ja auch Spaß und jetzt siehst du ja bei dir, ich muss echt sagen, ich habe mich so gefreut, dass du da zugesagt hast und... Ja, easy, kein Thema. Lass mal hinten wieder runtergehen. Und dann raus. Zum Klumpen. Meldet man für sowas eine Firma an? Jein, also ich bin halt selbstständig, ich habe ein Kleingewerbe angemeldet. Im Endeffekt musst du sowas... Links, am Bus. Ja. Ich hör's. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Zwei Leute, glaube ich, oder? Ja, die laufen weg. Die laufen Richtung L. Hier, blauer Zaun. Oh. Ah, fuck.
schmeiß eine Nade raus. Ja, ich habe auch eine zurückgekriegt. Ich zieh mich zurück kurz. Oh ja. Ich bin rechts zum Laufen, Bro. Ja. Push du von links. Okay. Knall auf alles, scheißegal. Ich hab nochmal eine Nate geworfen, Vorsicht. Ich schmeiß auch noch eine. Einer down, einer minus. Sein halt, Vorsicht, meine Nate. Sicher, dass das zwei waren? Na sicher nicht, kam mir so vor. Ich bin vor der Garage hier hinten. Okay. Ich bin vor der Garage, ich mach Licht an. Ich seh dich. Ich seh dich. Alles klar, easy, gutes Teamplay. Das ist nur ein Scav, der da hinten rumbrüllt. Ja. Ich glaube, der war alleine. Ich habe auch. Ich muss mich mal kurz flicken, er hat mir ordentlich eine gedrückt. Irgendwas kam da an. Ich weiß nicht, ob es Schüsse waren oder eine Granate. Ja, hab ich gehört. Schade, ich hatte ein bisschen zu hoch gepiekt, ey. Jetzt hätte ich den so aus dem Leben gefeuert. Ah, der haben wir uns doch ordentlich gezeigt. Das macht er nie wieder, Scooby. Hier kommt noch was. Aus dem L gleich. Safe, ich höre Büsche. Okay. Mach du da weiter. Ich hole ihn mir gleich. Gut. Oder ich sterbe jetzt. Sterben verboten. Ah, der ist immer noch auf der anderen Seite vom Zaun. Der hatte eine dicke SA dabei. Okay. Ruhe. Der ist immer noch auf da, wo die Leiche ist im Busch. Hörst du das? Nee, ich sitze in der Hütte. Soll ich mal eine Granate rüberwerfen? Nein. Den meine ich nicht. Du weißt, welche Leiche ich im Busch meine, ne? Ja, die Schlüsselleiche. Genau. Hörst du ihn jetzt? Ich lieg hier vor dir. Ach so? Oder ist er schon drüben, Alter? Ich dachte, du bist an der Wand. Ich höre Steps. Der ist schon drüben, Alter. Ich bin so blöd. Der ist im Haus. Ich bin so hohl. Ich bin bei den Bussen. Okay. Ich bin so blöd. Ja, der ist hier drin. Ich habe Holzstep gehört. Okay, du gehst hinten rein, ich gehe vorne rein und wir machen Sandwich, oder was? Ich würde oben reingehen wollen, denke ich. Dann geh oben rein. Geh rein, wo du willst. Ich gehe vorne rein. Bin oben. Ich bin unten. Bist du schon drin? Oh, alles weg. Ich bin drin, ich bin unten. Ich bleib unten. Okay. Ich komm jetzt runter. Kommst du mit der Lampe? Ja. Okay, siehst du meine? Digga, er hier, Alter. Hier. Ach, der sich hier verkrochen, Alter. Draußen? Eine Anmeldung. Draußen? Steps? Noch eine draußen, Leute. Draußen kommen welche, ja. Rechts, jetzt hinter uns, im Haus. Kommen durchs Gebüsch. An der Seite am Zaun, oder was? Jetzt links, nein, bei dir. Ich muss nachladen. Das bin ich hier, er hat die Tür zugemacht. Okay. Geh von oben, spring raus. Ja. Er läuft aber nach rechts, er läuft zur anderen Seite. Er ist am blauen Zaun, wo du eben den Typen umgebracht hast. Okay. Egal, ich veraimt. Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Ich sehe ihn nicht. An dem blauen Zaun ist er. Der hat gut gefressen, auf jeden Fall. Bin die Leiter runter. Meine Nate, ich bin auch neben dir. Noch eine Nate. Ich habe keine Nate mehr. Ich hau eine Nate raus, Vorsicht. Pass auf die Nate, nein! Zurück! Easy.
ich bin hier bei der ersten Leiche. Ich bin hinter dir. Ich sehe ihn nicht. Pass auf, von der Garage, ne? Oder dass der im Container ist oder so. Der muss sich auf jeden Fall healen. Oh, wo ist die Sau? Keine Ahnung. In der Garage. Ich hab keine Nades mehr. Ich auch nicht. Ich hab so veraimt am Anfang. Hipfire des Todes, ey. Alter, genau, was ist denn jetzt hier los? Garage? Nee, hier ist er nicht. Siehst du? Nee, nee. Das ist am Tower hier, Construction. Ah, okay. Ich push hin. Komm, 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 komm. Der ist im Tower drin. Ich seh ihn. Er läuft nach rechts, er läuft nach rechts. Er ist nach, er ist bei den Hütten, bei den Hütten. Geradeaus bei den Hütten. Ah, okay. Bei dem Baucontainer. Ja. Ja, da ist er, Fokus auf mich. Ich bin down, Tom, den kriegst du. Ah, der hatte mir ein gutes Brett gedrückt, ey. Ah, ich bin auch weg. Ach, shit. M855. Oh mein Gott, wie schlecht sind die. Nein. Ich muss mich mal ganz kurz muten, ne? Ich muss einmal hier kurz action.